Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und im heutigen Dokkan Battle Video geht es um eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme, und zwar: Wie kriegst du so viele Stones zusammen? In diesem Video möchte ich euch einmal sagen, okay, wie könnt ihr Stones farmen? Welche Möglichkeiten gibt es, damit ich das nicht immer wieder in Kommentaren beantworten muss? Dann kann ich mal einfach zum Video verlinken und dann kann man sich das anschauen, wenn man wirklich Interesse daran hat. So, ich zeige euch alle Möglichkeiten, die es gibt, um Stone an Stones über das Spiel ranzukommen. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, in Dokkan Battle selber im Spiel Stones zu kaufen, und es gibt auch noch Stones Händler, und über das sprechen wir heute in diesem Video. Ich fange jetzt einmal an mit den offiziellen Sachen, also was kann man machen, um Stones in diesem Spiel zu farmen. Das erste, sofortige, einfachste, in Anführungsstrichen, ist: Macht die Quests. Für alle Quests, die es aktuell in Dokkan Battle gibt, also von Area 1 bis Area 27, mit allen Quests drinne, in allen Schwierigkeitsgraden, bekommt ihr jeweils pro Schwierigkeitsgrad ein Dragonstone. Insgesamt gibt es wohl knapp 600 und ein paar zerquetschte Stones, die ihr euch hier schon mal definitiv sichern könnt. Das solltet ihr machen. Und dann gibt es natürlich noch die Events. Events bedeutet Dokkan-Events, die ihr vielleicht als Anfänger nicht alle schafft, weil die relativ schwer sind. Aber für den Boss Rush zum Beispiel gibt es beim ersten Mal knapp 30 Stones und dann auch nochmal 50 für einen höheren Schwierigkeitsgrad. Jedes Mal, wenn ihr in einem Dokkan-Event jeweils eine von den Quests in jedem Schwierigkeitsgrad macht, gibt es Stones nochmal dazu. Und natürlich auch sowas wie, nicht die Dokkan-Events, aber wie zeitliche Events, die Strike-Events in allen Schwierigkeitsgraden, Story-Events, die immer wieder reinkommen, ich habe sie alle nun mal schon mal gemacht, zum Beispiel Fight Against Despair, den Future Trunks, der gerade da ist, jedes Mal, wenn ihr diesen schafft, bekommt ihr auch jeweils einen Stone. Das heißt, alles, was da ist, alles, was ihr noch nicht gemacht habt, erst einmal machen, dann gibt es einen Stone, und ich glaube, insgesamt könnt ihr bestimmt so auf 1000 bis 1200 Stones nur dadurch kommen. Dann gibt es noch einen zweiten Bereich, und der ist ab und zu ein bisschen anders, und das sind die Missionen. Missionen findet ihr unter Hauptbildschirm unter Missions, und dort gibt es unterschiedliche Missionen. Nicht alle geben euch Dragonstones, aber es gibt sehr viele, die euch Dragonstones geben. Es gibt Spezialmissionen, King Kai-Missionen, Corrin-Missionen und Kami-Missionen. Ich habe zum Beispiel bei den Kami-Missionen schon alle gesehen. Ich kann jetzt sagen, okay, ongoing. Hier gab es hauptsächlich Items, aber zum Beispiel dafür, dass ich Gloomy Peril World die erste Quest überhaupt gemacht habe. Für die Quest selber gab es einen Dragonstone, für die Mission gab es auch nochmal einen Dragonstone. Das heißt, schaut immer mal wieder in den Missionen rein, was ihr noch nicht gemacht habt und ob es dafür zum Beispiel Dragonstones gibt. Zum Beispiel hier 1250 Red Ribbon Soldiers besiegen, kriege ich glaube, ein Dragonstone. Ist natürlich extrem viel, aber ihr müsst bedenken, ich habe schon so gut wie alles in diesem Spiel gemacht, was man frei machen kann. Dann gibt es noch 1250 Cybermen, dann gibt es noch 1000 Freezer Soldiers, bin ich fast dabei, 1250, 1500, Cell Junior kam noch dazu, und aktiviere 100% von Agility, zum Beispiel gibt es jetzt diese Agility Orbs, das interessiert mich nicht, die habe ich noch nicht gemacht. Dann gibt es noch die Corrin Missions, da habe ich auch noch nicht alles, da sind die Dailies drin, wenn ihr zum Beispiel auf Gemachte gehen. Für 50 Stamina am Freitag bis Samstag, wenn ihr das nur verbraucht, gibt es auch einen Dragonstone. Es gibt andere, wie zum Beispiel aktuell in diesem, oh, jetzt bin ich aus der Mission raus, in dem aktuellen Neujahrsevent, wo ich das gerade aufnehme, wenn ihr am Tag 18 Ausdauer ausgibt für 2018, gibt es auch einen Dragonstone, unterschiedliche, und das ist dann meistens hier in den Special Missions. Habe ich dann noch irgendwelche Stones? Ja. Zum Beispiel hier müsste ich Fight Against Despair, The Last Super Warriors 10 Mal auf Zertat besiegen, kriege ich auch einen Dragonstone. Das heißt, habt die Missionen auf jeden Fall im Blick. Jedes Mal, wenn neue Events reinkommen, gibt es auch neue Missionen. Dort gibt es wirklich gute Möglichkeiten, um an Dragonstones zu kommen. Dann das dritte, selbstverständliche für mich, Login-Belohnungen. Ne? Loggt euch jeden Tag ein, auch wenn ihr das Spiel gerade nicht spielt, einmal kurz anmachen, die Login-Belohnung abholen. Ihr könnt sie 90 Tage maximal im Briefkasten lassen, das heißt, ihr müsst sie irgendwann abholen. Da bekommt ihr mit der Zeit auch Dragonstones. Ihr müsst aber verstehen, umso höher ihr im Rank seid, das heißt, umso aktiver und länger ihr das Spiel spielt, umso weniger Möglichkeiten werdet ihr langfristig bekommen, Dragonstones zu bekommen. Deswegen gibt es den Shop. Der Shop, ja, er ist überteuert. Kann man nicht anders sagen. Hier kosten aktuell zum Beispiel 91 Dragonstones 36,99. Das ist das. Ich habe bis Ende 2017 nur in dem In-Game-Shop von Dokkan Battle Stones gekauft. Und dann wurde ich einmal vom Chani, an dieser Stelle einen ganz lieben Gruß, und einmal vom Osaru von DokkanBattle.de, den solltet ihr entweder auf Twitter oder auf YouTube ja kennen, wurde ich darauf angewiesen, dass es auch Stone-Händler gibt. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Wie funktioniert das?
Bei Stonehändlern ist das folgendermaßen, dass sie entweder an der Grenze zu einem Land wohnen, wo es sehr günstige Google Play Cards gibt aufgrund der Währungsumrechnung und dort sind die Google Play Cards einfach günstiger, oder andere vielleicht etwas dubiosere Mittel haben, wenn sie euch erzählen, wir kaufen sie an Massen und dafür sind die günstiger. Ganz so einfach ist das nicht, aber das soll ja nicht euer Problem sein. Auf jeden Fall, die können Google Play Karten kaufen und können euch euren Account aufladen für deutlich weniger Geld. Ein Beispiel, ich habe mir letztens 1000 Stones für einen Stream gekauft. Für die 1000 Stones habe ich 180 oder 190 Dollar bezahlt. Das war umgerechnet in Euro so 155, 160 Euro. Wenn ihr jetzt einfach nur mal hochrechnet, dass ich hier, selbst mit dem Sale, für 370 Euro gerade mal 910 Stones bekommen würde, könnt ihr schon mal sehen, wie viel günstiger das ist. Und ihr müsst im Kopf haben, dass die Händler auch noch einen Gewinn machen wollen. Das heißt, sie kaufen das sogar noch günstiger. Es ist nicht illegal, weil sie immer noch mit aktiven Google Play Karten das machen. Die Problematik an der ganzen Sache sind zwei. Zum einen geht es aktuell so, dass ihr die Stones auf euren Account bekommt, geht es nur über Android-Geräten. Wenn ihr ein iPhone oder ein iOS-Gerät habt, dann können sie euch die Stones drauf machen, aber nicht zurückschicken. Das ist irgendwie ganz komisch, da müssen sie für euch summonen. Deswegen beziehe ich mich jetzt auf Android. Auf Android läuft das folgendermaßen. Ihr macht einen Transfer-Code. Ihr könnt hier unter Device Transfer Backup Code könnt ihr einen Transfer-Code createn. Diesen Transfer-Code, euren Namen, also euren Usernamen von dem Spiel, schickt ihr den, ihr überweist denen das Geld meistens über PayPal. Dann nehmen sie euer Account und packen euch die Stones drauf, denn sie kaufen sie dort, wo sie auch immer sind, mit ihren Google Play Karten und dann schicken sie euch den Transfer-Code zurück. Ihr könnt das wieder auf eurem Gerät draufpacken und habt die Stones auf dem Account. Dabei müsst ihr zwei Sachen beachten. Die erste Sache, es kann dauern. Es kann bis zu eine Woche dauern, bis ihr, wenn ihr sagt, okay, ich will Stones kaufen. Die Jungs haben echt viel zu tun. Das heißt, wenn ihr nicht genug Zeit habt und die Stones sofort braucht, solltet ihr vorab denken, wann ihr die Stones braucht oder im Shop kaufen. Denn so ein Händler, da kann es mal 14 Tage dauern, bis er die Stones liefern kann. Und ihr gebt euren Account ab. Ich muss gestehen, die zwei Händler, die ich gleich benenne, da habe ich nichts Schlechtes von gehört. Ich persönlich habe nur bei Rashid bis jetzt gekauft. Alle Informationen zu Rashid findet ihr auf dem Discord vom Osaro, also von DokelBattle.de. Den Link zu seinem Discord packe ich euch unten in der Videobeschreibung. Dort hat er alles genau erklärt und ich möchte auch Ehre, wem Ehre gebührt. Das habe ich von ihm, also soll das alles auch über ihn laufen, weil er bekommt ja auch noch wohl ein bisschen Rabatt, wenn viele Leute über ihn kaufen. Finde ich auch cool. Also bei dem Rashid habe ich zweimal bis jetzt gekauft, zweimal 1000 Stones jeweils, und keine Probleme. Er war relativ schnell mit der Lieferung, seine Kommunikation ist ein bisschen dürftig, das heißt, er redet nicht viel. Ich musste zwei, dreimal kurz nachhaken, aber nur, weil ich nicht wusste, wie das abläuft, aber ihr könnt euch schon so auf 4-5 Tage Wartezeit teilweise einstellen. Dann gibt es noch den Yonko Productions, den habe ich vom Chani zum Beispiel vorgeschlagen bekommen und auch von den ein oder anderen Abonnenten. Da kann ich euch nur empfehlen, geht auf Chani auf den Kanal, ich glaube, in seiner Videobeschreibung ist ein Link zu dem auch. Der macht das Ganze auch über Facebook, also die Kommunikation mit den Händlern läuft grundsätzlich über Facebook ab. Und bei ihm habe ich aber noch nie Stones gekauft, ich habe nur Gutes gehört bis jetzt. Aber als ich das tatsächlich mal ausprobieren wollte für dieses Video, hatte er gerade zu viele Aufträge, um das machen zu können. Und ich habe mir gedacht, okay, dann nicht. Dann gehe ich persönlich lieber zu denen, den ich kenne und bei dem ich weiß, dass es funktioniert. Aber der ist auf jeden Fall auch vertrauenswürdig. Das heißt insgesamt, wenn ihr Stones kaufen möchtet, ihr könnt beim Händler kaufen. Es ist nicht illegal, weil Dokkan Battle, Google Play, was auch immer noch ihr Geld bekommen. Aber ihr müsst im Kopf haben, wenn was schief läuft mit eurem Account, bei so einem Transfercode kann immer mal was schief laufen, dann ist der Account weg. Und das ist die große Gefahr dabei. Aber bei den zwei Jungs, wo ich euch das gerade gesagt habe, habe ich nichts Schlechtes gehört. Und ich persönlich hatte gerade bei Rashid nur gute Erfahrungen. Ich hatte nie Sorge um meinen Account. Wenn ihr irgendwo Dubiose habt, macht es lieber nicht. Wenn sie sagen, oh, ich kann es dir nochmal 50 Euro günstiger geben als die zwei großen Händler, dann ist euer Account vielleicht weg, weil ihr müsst bedenken, so ein Account ist auch einiges wert. Mein Account alleine mit über 350 wirklich gute Einheiten, den kann man für einen guten Wert auf eBay oder so verticken. Und wenn ich meine Accountdaten weggebe, dann ist er weg. Den kriege ich so schnell auch nicht wieder. Auf jeden Fall soll das so die kurze Zusammenfassung gewesen sein. Ihr könnt gerne in die Kommentare noch weitere Fragen stellen. Vielleicht kann ich sie beantworten. Ich würde euch nur darum bitten, wenn es darum geht, mit den Händlern genau was zu besprechen, geht bei Osaro, geht zu den Chani. Ich packe euch die Links alle in die Videobeschreibung. Besprecht das mit denen. Ich mache hier jetzt keinen Kommunikationsweg zwischen. Ich will euch nur erklären, wie es geht und was möglich ist. Und ich persönlich hatte gute Erfahrungen damit und kann nur sagen, ich würde sagen, wenn ihr nicht viel Geld habt, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich persönlich nutze das aber auch nur sehr dediziert, wenn ich einen großen Stream machen möchte. Wenn ich jetzt zwischendurch einfach mal sage, okay, ich würde gerne drei Multis machen, kaufe ich sie immer noch im Shop, weil es einfach schneller und einfacher ist. Aber
ich arbeite auch Vollzeit und deswegen ist es nochmal eine andere Sache. Auf jeden Fall, wenn ihr mich mal wieder mit 500 Stones seht, nein, ich habe keinen Weg gefunden, wie man super schnell Stones in Dokkan Battle einfach farmen kann, sondern ich kaufe sie natürlich gerade für Videos, gerade für Streams. Deswegen mache ich aber YouTube, das ist eine Investition für ein Hobby, was ich sehr gerne mache. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben, falls euch die Informationen und das Video gefallen haben. Und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dokkan Battle Playlist anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.